Okay, die Beschreibung ist total für den Arsch. Muss ich mal ändern irgendwann. Sorry. Oh mein Gott. Die Beschreibung ist ja total für den Kackarsch hier. Also wirklich, die ist jetzt total für nichts. Ich weiß nicht, ob du der bist. Keine Ahnung. Aber es funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich das ausbezahlt bekomme, aber theoretisch gesehen. Ich kann auch theoretisch sagen, auch PayPal nicht, aber. Ich glaube, Euro ist für euch das Beste, oder? Habe ich das auch gemacht? Ah, Autokorrektur, alles in Ordnung. Jetzt müsste man theoretisch noch gucken, ob das alles hier ist Alerts auch mit Spenden verbunden? Das ist interessant zu wissen. Tipp Alert. Doch, jo, funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das bist. Ich teste mal kurz, ne? Ich glaube, es funktioniert. Ob du Letzter bist? Ich glaube nicht. Nun, es sind schon vielleicht so 3 bis 10 Leute da, je nachdem, wie man es nimmt. Ich muss mit den Spenden echt noch vielleicht durchkriegen. Also wirklich so, ohne Witz. Einmal so ein Spenden, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss vielleicht den Herrn Zerox, Patrick, aka, keine Ahnung was, fragen. Aber jetzt mal wirklich doof hier gesagt. Den muss ich doch anheizen, den Kollegen. Ja, jetzt bin ich aber ganz doof hier. Incendio. Da ist zu nahe. Mann, da kriege ich jetzt gerade die Krätze hier. So. Das ist doch genau. Das ist doch sowas. Das ist genau das, was wir brauchen. Wohl vielleicht eine geringe Reichweite. Das ist vielleicht ein bisschen ein Problem hier. Contringo. Eine Scheißtruhe. Stimmt, das hätten wir auch machen können. Das hätte man auch machen können. Naja, wir haben es dann funktioniert. Nö, ich habe es gerade getestet, ne? 10 Euro habe ich gerade getestet von Lisbeth. Ich dachte schon, jetzt habe ich einen Tipp bekommen. Nee, das ist nicht so, ne? Stream. Ich finde es eigentlich noch interessant, dass man das so, sich hier so alles mit Stream Elements machen kann. Finde ich eigentlich schon interessant. Ja, es hat funktioniert. Ich könnte sogar Merch drüber laufen lassen? Warum? Warum macht man sowas? Jo. Warum auch nicht? So, dann haben wir das, ne? Also die nächste Potte hier kommt bei mir. Weiß ich nicht. Ja, funktioniert schon. Guck mal, ist ein Rage-Quit hier. Kann ich das Ding überhaupt zerstören? Das aber hat nur... Das Ganze hier ist wirklich nur wegen einer Truhe gemacht worden. Wow. Ich muss schon sagen. Sauber. Sauber gelöst, auf jeden Fall. Komm mal hoch. Ja, und ansonsten... Das Fragezeichen da oben nervt mich ja total hier auf der Minimap, wenn ihr das seht. Rebellion.
Spitzen. Was? Spitzendeckchen? Den Anwohnern zufolge wurde dieses Deckchen einem geliebten Hauself überlassen, der davon träumte, eines Tages zu tragen. Ach, das da unten, da das Spitzendeckchen. Oh mein Gott, ich bin so doof. Aber merkt's mal an, ne? Es ist 23.10 Uhr. Wir sind offiziell einfach nur doof. Aber es passiert, oder? Das ist generell so, das funktioniert immer. Oh, Nase kratzen und geht auch gut. Sauber die Lotteflotte. Und wir haben Pilze. Ja, die sauberen Pilze hier. Das passiert schon mal. Ja, ist ja immer so. Ach, übrigens, ich hab. Ne, Energy ist leer. Habe ich uns heute Morgen getroffen. Und nicht abends. Interessanterweise. Weil ich immer so. Ich weiß nicht, ich habe das Phänomen. Gut, vielleicht liegt es auch an. An diversen Vorerkrankungen in der Familie. Ich habe ja alles gefühlt bekommen, was man so haben kann. Ne? Also, ich habe eigentlich alles Schlechte geerbt. Und meine Schwester, alles das Gute. Sogar mit Sprachen. Mein Lieblingsenglisch, ich nehme auch immer das Billigste. Ich sag's wie so, ich wohne nicht in Deutschland und Österreich, ich wohne in der Schweiz. Eigenmarke eines großen Herstellers. Ich glaube, 12 Dosen sind irgendwas mit 6 irgendwas oder 5 irgendwas. Geht in Ordnung. Komm mal her. Wir haben es hier ein bisschen. Ja, und jetzt mal hier. So, du Wilderer. Ja, du könntest mal nachschauen. Eventuell. 2500 Schaden. Ja. Ach, mega Powertränke. Da wird wohl nichts. Stimmt, es gibt ja auch Energy Drinks von diversen Leuten. Also so Social Media Stars und Co., ne? Influencer. Ist ja auch eine Krankheit, ne? Ist eigentlich doof. Influencer und Influencer. Okay, dann machst du das, ne? Finde ich aber gut. Du, Entschuldigung, du brennst ein bisschen, ne? Wenn Katzen auf sich draufsetzen, das ist doch sauber. So, und tot. Merkt man übrigens, dass ich hier auf der Xbox S spiele, also schon die neueste Generation oder die Xbox. Auf jeden Fall die neueste Generation, die weiße, die kleine, die günstige. Ich glaube, das merkt man im Stream nicht. Und auch auf Twitch würde man es nicht merken wahrscheinlich, ne? Auf Twitch habe ich ja das Vollbild, Vollendungsgedöns. Und sauber Lotti Flotti! Ja, so ist es nun mal. Vermeiden wir etwa unsere Probleme? Jo, finde ich gut. 8:29, oh. Du wolltest eigentlich schlafen gehen? Ja. Ich weiß, was das bedeutet. Oh, geschickt. Protego. Glück. Nichts als reines. Wirklich Glück? Ich weiß ja nicht, aber du hast wohl andere Tage gesehen. Wahrscheinlich dein Bettnachbar ein bisschen. Also weißt du, so, wenn man so im Krankenhaus sitzt und ein Bettnachbar die ganze Zeit nur hustet und Co. Ich glaube, gut, ich kann relativ gut einschlafen. Ich bin ein Phänomen. Ich kann egal, wie groß der Lärm um mich herum ist, ich kann auch einpennen. Und daher auf jeden Fall einen guten, ne? Malvenkraut, mal gucken, was passiert. Eventuell nicht viel, ne? Reparo. Wir haben es bestimmt noch nicht vollendet, ne? Da ging wahrscheinlich mehrere kaputt hier. Ich denke so an 4, wenn ich die Elemente hier. Ach, stimmt, nö, Katze ging ja auf dich rauf. Ups, stimmt, schon von 2 Minuten.
Dann hau mal die Katze. Nein, streichel doch die Katze. Sagst der Katze, ich bin schön, ich bin gut. Ja, und dann gegen drei auf jeden Fall kaputt. Bauen wir wieder auf. Wo? Was ist denn das für ein Tierchen? Katzennamen, also es ist wirklich so, Katzennamen generell ein Eigenleben. Scheiße, ich hatte doch nicht fangen wollen. Naja. Das ist aber ganz doof. Nein, jetzt hören Sie wieder auf. So, ey. Das geht nicht, oder was? So, jetzt doch, oder? Gute Nacht, alle draußen, die auch mal kurz reingedippt haben. Oder guten Morgen, was auch immer. Nicht identifizierbar. Meine Sprache ist auch nicht gerade die beste. Nicht identifizierbarer Gegenstand. Das geht doch gut. Und Rebellio. Ist das das Badesalz oder was, das hier rieche? Doxy-Eye. Habe ich schon von gehört. Ich müsste doch wieder Harry Potter einfach nur die Hörbücher durchgriden. Das war schon was, das ich wirklich machen wollen würde. Also das wäre wirklich was, das ich gerne machen würde. Sowas von gerne mal wieder. Aber man kann sich nicht aussuchen. So, dieses von Wilderern zum Gebrauch in Zaubertränken gestohlene schwarze Eier. Und ich kann nicht lesen. Diese von Wilderer zum Gebrauch in Zaubertränken gestohlenen schwarzen Eier stammen von einer Doxy. Das ist ein magisches Tierwesen, das manchmal mit einer Fee verwechselt wird. Ach, da unten ist das Ei. Ich dachte, in der Badewanne hier. Oh. Das war ich nicht. Und ich bin übrigens ein sehr guter Informationsfluss, wenn man schlafen gehen möchte. Ich bin teilweise so langweilig hier und rede so viel, dass man einfach einpennt. Aber es ist eigentlich, glaube ich, das ist, glaube ich, das Rätsellösung. Man muss so Nonsens labern die ganze Zeit, dass man einfach die Leute, die hier reingesteppt sind oder reingeschustert sind, eventuell auf YouTube oder Twitch, je nachdem, was ihr wollt, dass er einfach einschlaft. Einfach so einnickt. Fertig aus. Ich glaube, das wär's. Das ist das Rätsels Lösung hier. Ich glaube, das ist wirklich. Kann ich es irgendwie auch ausschalten? Nee. Ich kann es nur vervielfältigen hier. Komm mal ran hier. Hallo? So. Und ich glaube, ja, meine Beschreibung muss sich auch noch ändern, also wirklich, ich muss noch viel ändern, aber ja, das ist so nebenbei irgendwie. Ich ja hauptsächlich mit euch da draußen kommunizieren und Co. Und der Rest läuft so einfach nebenbei. Das ist irgendwie auch so doof. Ich müsste mich vielleicht wirklich mal Zeit nehmen. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Guter Laden auf jeden Fall. Ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ich bin Priya Treadwell zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Reisebedarf? Dann könnte ich kurz was angucken. Was verkaufen Sie hier? Unterhosen, gebrauchte Unterhosen. Hey, das wäre schon scheiße. Gebrauchte Unterhosen. Ein Besen. Na gut, brauchen wir nicht. Zutaten. Warum will die in alle Raune verkaufen? Stimmt, wir können solche Sachen auch selber züchten, ne? Aber wenn wir schon hier sind, ist eh schlechter, als wir tragen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas kaufen würde. Ja, wenn es schlechter ist, dann schon. So,
Das ist noch in Ordnung. So, danke sehr. Gut, danke, dass du hier